Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute möchte ich euch mal meine Top 10 leicht zu vergessene Digimon vorstellen. Was ich damit meine, sind Digimon, die man zwar eigentlich kennt, die auch im Anime vorgekommen sind, aber die man irgendwie immer vergisst, ob es nun ist, dass sie überhaupt vorkamen oder wie sie aussehen oder wie sie heißen. Also jedes Digimon auf der Liste werdet ihr wahrscheinlich kennen und es ist nicht so, als ob die komplett unbekannt wären. Nun denke ich, dass es vielen von euch so gehen wird, dass, wenn ich ein Digimon nenne, ihr sagt, oh ja, stimmt, ja, das gibt's noch, ja, ich kenne das. Aber ihr denkt halt einfach nie dran. Denn ich bekomme auch hin und wieder zum Beispiel in Streams die Frage, wie nochmal ein bestimmtes Digimon hieß, das dann im Anime vorkam. Und ich selbst vergesse oft, wie Digimon aussehen, wenn ich einen Namen höre. Also ich weiß, dass das Digimon existiert, aber ich habe keine Ahnung, um welches Digimon es sich eigentlich genau handelt. Also dachte ich mir einfach mal, dass ich wirklich eine Top 10 aus genau solchen Digimon vorstelle, die im Anime vorkamen. Außerdem würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch meine Videos gefallen sollten. Die neuesten Abonnenten sind Dresde Berliner, Koro LP und Shadow Beast. Also lasst doch gerne ein Abo da, um vielleicht die Chance zu bekommen, im nächsten Video mal erwähnt zu werden. Und auf Platz 10 ist ein Digimon, was nicht unbedingt ich, aber sehr viele andere häufig vergessen. Und das ist Chumon. Ich habe schon so häufig in den Kommentaren bei mir auch gelesen, dass man das eine pinke Maus-Digimon aus Digimon Adventure meint. Und wirklich, das ist 1:1 die Beschreibung, die ich so häufig lese. Aber Chumon ist für mich auch nur auf Platz 10, einmal weil es dennoch eine relativ große Rolle in Digimon Adventure Anime hatte. Also die meisten wissen, wie Chumon aussieht und was es eigentlich ist, aber man vergisst halt meistens den Namen. Auch mir ging es früher genauso, bis ich eigentlich angefangen habe, das Kartenspiel zu spielen und ich eigentlich nie wieder vergessen habe, wie Chumon heißt, weil es einen relativ guten Effekt hat und man es relativ häufig gesehen hat. Auf Platz 9 hätten wir Jagamon. Und das sind Digimon, die in Digimon Tamers vorkamen, die wir das erste Mal gesehen haben, als die Digi-Ritter das erste Mal in die Digi-Welt gekommen sind. Erst einmal, warum zur Hölle ist Jagamon ein Ultra-Level-Digimon? Das sieht ja nicht mal annähernd so aus. Und zweitens, kann ich mir einfach nicht diesen Namen merken. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir nie merken, wie dieses Digimon heißt. Obwohl ich sogar wusste, dass dieses Digimon auf dieser Liste ist, habe ich nicht gewusst, wie es heißt, bis ich es nachgeguckt habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kenne dieses Design eindeutig, aber ich kann niemals einen richtigen Namen zuordnen. Vielleicht liegt es daran, dass es nie wirklich einen großen Anime-Auftritt hatte und auch in Spielen nicht wirklich vorkam und man es halt in Digimon Tamers mal kurz gesehen hat. Aber letztendlich ist es für mich einfach vom Namen her so unglaublich vergesslich, auch wenn ich das Design ziemlich cool finde und es mir merken kann. Und trotzdem, warum ist Jagamon ein Ultra-Level-Digimon? Auf Platz 8 haben wir ein Digimon, das alle, die den Anime geguckt haben, wahrscheinlich kennen, aber niemand jemals daran denkt. Und das ist Datirimon. Und wenn sich einige von euch jetzt berechtigt fragen, welches Digimon überhaupt ist, das ist der Digimon-Partner, den Yukio Oikawa am Ende von Digimon Adventure O2 bekommen hat. Es ist halt für mich auf Platz 8, weil man es wahrscheinlich kennt, aber niemand jemals an dieses Digimon denkt. Zumindest ich habe mir nie die Mühe gemacht, den Namen zu merken, noch mehr wirklich das Design. Ja, ich wusste immer, Oikawa bekommt am Ende einen Digimon-Partner, deswegen wissen auch viele, dass dieses Digimon wahrscheinlich existiert, aber sie können es nicht richtig zuordnen. Und trotzdem, Leute wissen, dass es da ist, nur interessiert sich niemand wirklich dafür. Und dann auf Platz 7 ein Digimon, was vermutlich gar nicht mal so viele vergessen, aber für mich halt irgendwie mega schwer zu merken ist. Und das wäre Mihiramon, ein der Deva aus Digimon Tamers. Ich weiß nicht warum, aber ich vergesse immer, dass dieses Digimon überhaupt im Anime vorkam. Ja, natürlich, es gehört zu den Devas und in dem Kampf digitiert Growlmon auch zu Wargrowlmon. Aber keine Ahnung, das Digimon war für mich trotzdem immer viel zu unspektakulär. Es gehört halt zu den Devas, einer wichtigen Gruppe, weswegen viele Leute dieses Digimon auch kennen. Aber zumindest kommt es mir so vor, dass sich niemand wirklich die Mühe macht, sich über das Design als auch den Namen zu merken. Immerhin gibt es wesentlich interessantere Devas aus Digimon Tamers und an sich auch interessantere Gegner. Der kam halt kurz vor, wurde von Growlmon dafür benutzt, um zu Wargrowlmon zu digitieren und das war's. Nun gehen wir zu Digimon Data Squad und dort gibt es auch ein Digimon, wo ich immer vergesse, dass es tatsächlich im Anime vorkam. Und das wäre Metal Phantomon. Und ich denke, der Grund, warum ich dieses Digimon immer vergesse, ist, weil das normale Phantomon für mich zumindest einprägsamer ist. Naja, zum einen kommt Phantomon wesentlich öfters im Franchise vor, ob es ein Anime oder Spiele sind. Aber Metal Phantomon war halt dafür da, damit Gaogamon zu Mach-Gaogamon digitiert. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach jeder dieses Digimon vergisst. Erstmal wahrscheinlich auch mehr Leute die ersten Staffeln gesehen haben als Digimon Data Squad. Ist ja alles ab Data Squad und Cross Wars ein bisschen runtergegangen. Aber auch, weil es zumindest auf mich keinen bleibenden Eindruck gemacht hat. Ja, Gaogamon ist in diesem Kampf zu Mach-Gaogamon digitiert, aber interessiert sich in diesem Kampf wirklich jemand für Phantomon oder nur für die Digitation? Für mich war es ziemlich eindeutig.
Bleiben wir einfach mal bei Digimon Data Squad und bei einem Digimon, was eine andere Form eines anderen Digimon ist, was man wahrscheinlich niemals vergessen wird. Und das wäre Bombananimon. Erst einmal, Bombananimon kam in Data Squad vor, ich kann mich an die Folge kein bisschen erinnern. Und jetzt mal ernsthaft, Nanimon ist einfach so ikonisch inzwischen, weil es so ein Meme ist. Wer zur Hölle erinnert sich denn bitteschön an Bombananimon? Ich glaube, viele Casual-Fans wissen nicht mal, dass dieses Digimon überhaupt existiert. Und dann noch, dass es im Anime vorkam. Es steht da im Schatten von Nanimon. Da kann man nicht viel machen. Okay, auf Platz 4 ist ein Digimon, was ihr wahrscheinlich nicht hier hingetan hättet. Aber wirklich, es ist so unglaublich schwer für mich, mir den Namen für dieses Digimon zu merken. Das ist ein Digimon, das kam bereits so häufig im Anime vor. Ob in Adventures oder Frontier, ziemlich egal. Man hat es schon mehrfach gesehen. Und ich kann mir diesen Namen nicht merken. Und das Digimon ist Deramon. Der Hauptgrund dafür ist, dass mir dieses Digimon eigentlich echt egal ist. Und trotzdem hat es für mich einen riesig hohen Wiedererkennungswert. Ich würde dieses Digimon immer sofort erkennen. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Aber obwohl ich immer genau weiß, was dieses Digimon ist oder woher es kommt oder in welchem Anime es vorkam, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur dumm. Bei dem nächsten Digimon bin ich mir unsicher, ob die meisten Leute es nur vergessen, weil sie vielleicht Cross Wars nie gesehen haben, weil ich glaube, viele Leute haben Cross Wars nicht gesehen, oder weil es wirklich vergesslich ist, weil ich zumindest vergesse oft genug, dass es wirklich vorkam. Und das wäre Ebemon aus Digimon Cross Wars. Das ist nämlich ein Teil der Bagra-Armee. Ich muss auch zugeben, Ebemon ist für mich jetzt kein so interessantes Digimon, auch weil es wieder ein Digimon ist, welches von einem anderen überschattet wird, was wesentlich bekannter ist, in diesem Falle Bademon. Aber keine Ahnung, bevor ich dieses Video gemacht habe und ein bisschen Nachforschung betrieben habe, habe ich halt Ebemon gesehen. Ich dachte mir, das kam im Anime vor? In welchem Anime denn? Dann habe ich Cross Wars gedacht, oh, ja, keine Ahnung. Und ich denke mal, das rechtfertigt ihr schon, auf dieser Liste zu sein. Auf Platz 2 haben wir ein Digimon, das einfach unglaublich viele Leute immer wieder verwechseln und was auch ich für eine lange Zeit lang für ein komplett anderes Digimon gehalten habe. Und zwar handelt es sich dabei um Piddomon. Gibt bestimmt jetzt einige, die sagen, hä, das ist doch einfach nur ein Bild von einem Angemon, was redest du da? Und nein, das ist ein komplett anderes Digimon. Dieses Digimon haben wir in Digimon Frontier gesehen, als es andere Kinder, die in die Digiwelt gekommen sind, beschützt hat. Und ich habe oft genug schon gehört und auch gelesen, dass wenn es um dieses Thema ging, dass man gesagt hat, dass Angemon ja diese Kinder beschützt hat. Aber nein, das war kein Angemon, das war ein Piddomon. Aber jetzt mal ernsthaft, die sehen sich auch so unglaublich ähnlich. Ich habe das auch nie verstanden. Ja, inzwischen weiß ich das. Ja, ich weiß auch inzwischen, dass Piddomon in Digimon Frontier vorkommt und ich verwechsel die beiden nicht mehr. Trotzdem ist das für mich einfach ein Digimon, was nicht nur ich, sondern auch viele andere immer noch unglaublich häufig verwechseln. Und deswegen nicht nur wissen, dass es nicht existiert, sondern auch nicht, dass es überhaupt im Anime vorkam. Und auf Platz 1 ist ein Digimon, was ich wirklich komplett vergessen habe und total vergessen habe, dass es überhaupt ein Digimon ist und nicht nur eine digitale Lebensform. Also ihr wisst schon, Wesen, die zwar keine Digimon sind, aber trotzdem in der digitalen Welt existieren. Und zwar wieder ein weiteres Digimon aus Digimon Frontier, und zwar Burgamon. Also ich kann doch nicht der Einzige sein, der das immer wieder vergisst. Ich glaube schon, dass es relativ einprägsam ist, einfach weil es in einer sehr lustigen Folge von Digimon Frontier vorkam. Aber ich erinnere mich da nie dran. Würdest du mir das jetzt zeigen und du würdest mich fragen, kennst du dieses Digimon, würde ich jetzt erstmal sagen, nö. Und wenn du mir den Namen Burgamon sagen würdest, hätte ich jetzt auch kein Bild vor Augen. Das kann zum Großteil wirklich, glaube ich, nur an mir liegen, weil ich das Gefühl habe, dass das schon einige Leute kennen. Wie gesagt, es war eine relativ lustige Folge in Digimon Frontier. Aber keine Ahnung, mir sagt dieses Digimon gar nichts. Und das waren jetzt meine Top 10 leicht zu vergessene Digimon. Es gibt wirklich unglaublich viele Digimon, die im Anime vorgekommen sind, die aber einfach super leicht vergesslich sind. Einfach, weil sie keinen interessanten Auftritt hatten oder weil sie einfach wirklich sehr, sehr irrelevant sind. Trotzdem wird sich diese Liste wahrscheinlich bei den meisten unterscheiden, aber ich denke schon, dass ich einige Digimon drin hatte, die viele vergessen haben und sich erst wieder daran erinnert haben, als ich den Namen erwähnt oder das Bild gezeigt habe. Am Ende würde ich mich, wie gesagt, sehr über ein Like und ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen haben sollte. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.